Ja, und wenn man dann da ist, wo wohnt man denn dann? Wie seid ihr denn dann angekommen so? Genau, dazu kann ich vielleicht kurz was sagen. Bei uns ist es glücklich in der Hinsicht, dass ich Verwandtschaft in Saragossa habe und dadurch haben wir relativ schnell eine Connection zu einem Vermieter bekommen, der uns dann gleich Wohnungsbilder zugesendet hat, der gleich gesagt hat, Leute, ich habe eine Wohnung, die wird gerade fertig, die war also frisch renoviert für mehr oder weniger für uns. Wir haben dann in einer 7er WG gelebt mit Italienern, mit einer weiteren Deutschen und mit einer Spanierin. War eine super Sache, aber allgemeine Empfehlung, wenn man jetzt nicht gerade das Glück hat und man hat Verwandtschaft in dem Ort, absolute Empfehlung in Spanien, Idealista, das ist eine Internetseite. Dort werden sowohl WGs als auch einzelne Wohnungen angeboten. Wichtig, sich am besten vorher schon mal zu informieren, ein bisschen rumzufragen. Ich glaube, da auch gerne dann auf Ben Nax auch zugehen, falls es da Fragen gibt. Wir werden da noch Kontaktdaten hinterlegen. Und dann kann man da eine richtig gute Wohnung auch finden. Meistens sind es Altbauten dort und man muss auch ein bisschen gucken. Es gibt auch natürlich Wohnungen, wo dann die Heizung vielleicht auch defekt ist oder die vielleicht von der Lage her nicht ganz so gut liegen. Die einen oder anderen Probleme wird es geben. Genau, aber ich denke im Großen und Ganzen, wenn man sich darüber ein bisschen informiert und schon mal ein bisschen Erfahrungsberichte auch liest, die wir dann auch verfasst haben, ich denke, dann kann man da auch eine richtig gute Wohnung relativ schnell finden. Ja, wie Yannick bereits gesagt hat, es ist so, unser Vermieter alleine, der hatte 10 oder 15 verschiedene Wohnungen. Ja. Wenn man einen Kontakt hat, hat man auch schon gute Chancen, da eine Wohnung zu bekommen. Was ich natürlich auch von ein paar anderen gehört hatte, haben sich irgendwie ein Airbnb für 1-2 Wochen gemietet und haben sich dann Wohnungen vor Ort angeschaut. Ist natürlich, wenn man natürlich die Lust dazu hat und sagt, komm, ich kann mich noch nicht direkt festlegen, ich schaue mir noch 1-2 an und vor Ort ist natürlich schon, ein Bild kann natürlich auch manchmal trügen und wenn ich natürlich mal sehe, ja, es passt dann alles, es ist für mich besser, macht doch einfach, mietet euch ein Airbnb und schaut euch dann einfach 1-2 WGs an. Man findet immer auf jeden Fall was. Ja. Und natürlich immer ein Tipp, geht in eine WG mit ein paar mehr Leute, vielleicht auch mal von anderen Ländern. Ihr könnt da einfach was lernen, die können von euch lernen. Das ist einfach eine richtig coole Sache. Und dann hat man auch mehr Ansprache. Ne? Und heute Abend gehen wir dahin und so weiter. Genau, so war es bei uns. Immer. Vielleicht noch ein Wort, ein Wort der Vorsicht. Also ein bisschen Vorsicht ist schon angebracht. Ja. Es gibt auch schwarze Schafe, gerade dann irgendwelche so Pseudodienstleister, die irgendwie da jetzt versuchen, irgendwelche Drecklöcher zu vermitteln oder so. Da muss man ein bisschen aufpassen. Von daher, also gerade was du gesagt hast, vielleicht erst nochmal zwischenparken oder vielleicht auch vorher irgendwo schon einen Kontakt aufbauen. Ja, also genau. Lokale Kenntnisse, da ist Saragossa nicht anders als irgendeine andere Stadt. Lokale Kenntnisse sind immer ganz praktisch, wenn man eine Wohnung sucht. Auf jeden Fall. In der No-Go-Area landet oder so. Absolut. Aber da können wir sicherlich auch ein bisschen mithelfen. Und wie gesagt, die Möglichkeit, also auch lokale Beziehungen schon aufzubauen, vielleicht sogar schon vorher, da könnte man mal dran arbeiten.